Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS17 hier bei uns auf dem Kanal. Ich bin, wie ihr gerade unschwer erkennen könnt, im Wald unterwegs. Wir wollen ein bisschen Hackschnitz verkaufen. Habt ja auch gestern, obwohl wenn ihr dieses Video seht, vorgestern, also am Sonntag, mit Olaf zusammen einen Livestream gemacht, wo wir auch nur im Wald waren, ein paar Bäume verkauft haben. Jetzt haben wir da noch ein paar Baumstämme liegen, die muss ich jetzt noch wegkriegen. Wollen jetzt mal kurz ein Kurs einfahren, dass er zum Verkaufen fährt. Was mit den zwei Anhängern wahrscheinlich sowieso nicht klappen wird. Aber ja, wir schauen mal. Naja, wir haben noch einen Träger im Wald stehen. Mit der Fliegemulde. Oder muss ich nicht beide Anhänger immer wegfahren, dann kann ich in der einen Zeit, wo der Kurzbefahrer abfährt, kann ich den Anhänger wieder voll machen. So ist jedenfalls der Plan. Er wird aber auch nur einen Anhänger leer machen. Ich probiere das einmal aus und holen wir uns noch einen dritten Träger dazu. Früher war das jedenfalls so, wenn er zwei Anhänger hinter hatte, ist er beim Abladen immer nur, hat er immer nur einen geleert. Also, wir schauen einfach mal. Das könnte auch noch zu Problemen werden, obwohl ich habe den Verkehr, glaube ich, momentan ausgestellt, so wenig Autos für mich entgegenkommen. Also gar keins. Ist der Verkehr, glaube ich, nur ausgestellt. Wir haben den Winter haben wir auch schon halb rum, fast. Also wir haben den dritten Wintertag. Dass wir da ein bisschen vorwegkommen, vorwärts kommen. Geschneit hat es bis jetzt noch nicht. Sonst hätte ich noch irgendwie mal eine Folge ein bisschen mit Schneeschieben gemacht oder so. Vielleicht kommt das ja noch. Aber höchstwahrscheinlich, also wenn es nicht mehr schneit oder so, wird es wahrscheinlich die einzige Folge aus dem Winter sein. Also ich werde dann ein bisschen. Wird jetzt halt, wie gesagt, den Forster noch fertig machen, den restlichen Baumstämme da wegkriegen. Hier noch nicht. Und dann werde ich halt, ja, vorspulen, die Tiere wieder füttern, damit wir dann im Frühjahr weitermachen können. Bis dahin werde ich wahrscheinlich nichts Großartiges mehr machen. Wir haben uns jetzt, was ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt, das hatte ich glaube ich nicht in der Aufnahme mit drin. Wir haben jetzt Feld 7 und Feld 3 noch gepachtet. Die sind auch schon einmal gedüngt und geflücht. Da kommt nächstes Jahr der Mais drauf, damit wir wieder schön Mais für die Hofbiogasanlage haben und halt auch zum Füttern. Weil ich will nächstes Jahr auf bisschen die Kühe noch aufstocken. Wir haben jetzt auch Schafe. 30 Stück, glaube ich. Moment. Wo sind die Schafe? Da. 20 Schafe. 20 Schafe haben wir jetzt. Da gucken wir, dass die im Frühjahr gut Wolle produzieren. Mal gucken, ob wir die im Frühjahr dann auch schon verkaufen. Vielleicht lassen wir sie auch erstmal stehen. Und warten, bis der Preis richtig gut ist, bis eine große Nachfrage kommt oder so. So, hier haben wir den Verkaufspunkt erreicht. Können Holzschnitze, Hackschnitze können wir ja an zwei Stellen verkaufen. Aber der hier ist einfacher zu fahren. Und dann hat er den hinteren Anhänger.
habe jetzt auch mal herausgefunden, warum meine Kühe immer keine Sauberkeit hatten. Also den Roboter habe ich dann auch mal wieder entsorgt, den ich da durch den Stall habe fahren lassen, weil die Dirty Area ist ja der Mist im Kuhstall selber. War auch etwas doof von mir, gebe ich ja offen zu. Aber ich bin wenigstens selber drauf gekommen. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt. Ich muss den Verkehr, glaube ich, echt wieder anstellen. Aber jetzt, in dieser Folge jetzt nicht. Für den Häusen machen wir jetzt mal ohne Verkehr. Macht es ein bisschen einfacher. Der Kurs ist jetzt auch nicht so schön sauber eingefahren. Das ist halt auch nur ein... Ja, ich werde den zwar abspeichern, damit ich ihn halt auch mit einem anderen nutzen kann, aber das war es dann auch. Ich werde hier dann relativ schnell, wenn das Holz weg ist, wird der Kurs auch wieder gelöscht, weil den werde ich nächstes Jahr nicht wieder benutzen. Für Hackschnitzel, ich will noch ein bisschen in die Hackschnitzel gehen, also ein bisschen mehr Hackschnitzel haben. Werde ich aber wohl anders machen. Ich werde mir wohl nächstes Jahr gucken, dass ich mir eher in ein Feld nehme. Auch ein relativ, relativ großes, ein etwas größeres Feld. Und werde mir da wohl Pappeln draufsetzen. Ich habe noch nie in diesem Spiel Pappeln gemacht. So wirklich. Ich wollte es mal, aber irgendwie habe ich es nie. Und jetzt will ich mal gucken, dass ich mir dann für nächstes Jahr, dass ich einmal Pappeln ansehe. Und dann werden wir halt Pappeln ernten. Und da kriegen wir ja auch Hartschnitze raus. Dann müssen wir dann gucken, dass wir den, dass wir uns erstmal mal einen günstigen Hexter kaufen am besten. Für die Mais, für den Mais, den ich mir anbauen will, brauchen wir ja auch einen, den immer zu mieten. Ich werde halt nach 2-3 Jahren, 4 Jahren immer mieten, wird der halt auch, ist der teuer, habe ich mehr Geld ausgegeben, als wenn ich mir einen gekauft hätte. Da müssen wir dann mal schauen. Erstmal muss ich die Biogasanlage jetzt auf dem Hof noch in Betrieb nehmen. Dass er da schon mal ein bisschen Geld rein, damit er auch wieder ein bisschen Geld in die Kasse reinspult. Und dann, ja, brauche ich ja nicht blinken. Ja, hier. Privatweg hier hinten. Stopp. Verkauft. So. Kann ich hier nicht löschen. Aussteigen. Den mal auf Kurs. Nur noch gewendet kriegen. Also schön der Tandem-Anhänger fliege ich auch. Also ich mag den wirklich gerne. Die Fehlplänen gefällt mir jetzt nicht ganz so. Obwohl, das ist halt mal schön hoch und. Aber dafür hat er halt, fehlt halt hinten irgendwie ein Stück und vorne. Aber ich finde das mit dem auch mit dem Bild an der Seite cool. Das werde ich mir vielleicht auch nochmal ändern. Das Zulassungsskript, das finde ich auch sehr nice. Aber den kann man halt echt bescheiden um Kurven fahren. Gerade um enge Kurven. So, Abfahrer, Plan und Startpunkt. Dann fahr du mal ab. Dann fahr mich nicht. So, dich müssen wir starten und anmachen. Und dann wird hier weiter Holz verladen.
Wir haben zumindest schon mal das Geld, was wir für die ganzen Mietgeräte, also wir hatten halt nur einen großen Ponze gemietet, noch einen LKW mit Hakenlift. Ich habe das so mit dem Händler abgesprochen, der holt den Holzschredder, und den haben wir natürlich auch gemietet. Den Holzschredder holt er ja nachher selber wieder im Wald ab. Deswegen konnte ich den LKW zurückgeben, kostet ja nicht jede Stunde noch extra Geld. Ich glaube, ich kann den hier nach vorne fahren. Du willst nicht, oder? So, jetzt hat er reingeschmissen. So. Widerspenstige Holzer hier, du. Ja, und ich weiß, man könnte das auch mit dem. Und der Haufen hier kommt aus dem Sägespäne-Mod. Den habe ich irgendwie vergessen rauszunehmen oder zu deaktivieren. Von Bronze direkt draufschneiden, und dann wurde er halt immer größer und größer und hat die Plattform hier ein bisschen angehoben. Den haben wir dann einmal gesagt, wir legen die ganzen Holzstämme hier hin. Oder hier hin. Ist aber. Der Baum musste jetzt noch im Weg stehen. Das musste jetzt genau so sein. So. Ersten Wegpunkt. Dann können wir mal gucken, was der andere macht. Wir finden. Da ist er. Dann gucken wir dem noch mal ein Stück, ein Momentchen zu. Jetzt auf jeden Fall schon mal auf dem Weg zum Verkaufen. Ich kann noch mal eben wieder mein Autosave einstellen. Und einmal manuell noch mal wieder speichern. Ich hoffe nur, die kommen sich hier gleich in die Quere. Ich dachte, der Weg ist nämlich ganz schön lang. Aber mal gucken. Nina fährt den, Erich fährt den anderen, oder der ist jetzt gerade erst da hinten. Es könnte ja klappen, dass sie sich nicht auf dieser Straße begegnen. Aber es könnte auch nur. Nochmal. Hast du getrunken? Fahr doch den. Vielleicht kann der Fan auch einfach keine Endkurven fahren. Ich wollte sagen, verkaufst du auch noch, oder? Du musst schon warten. Das kann ja heiter werden. So, dann springen wir mal in den anderen. Ah, der Sound von dem Fan ist einfach geil. Und dabei habe ich da noch nicht mal den Sound ersetzt. Und ich finde den echt gut. Oder ist das doch schon der, den habe ich den doch von irgendwo? Ich habe keine Ahnung.
Hey, von Ingo hatte ich den 900er, glaube ich. Naja, ich weiß es nicht. So, du machst hier jetzt mal kurz. Du machst hier mal kurz Stopp. Sonst hätte das nämlich doch nicht gepasst. Hab's befürchtet. Jetzt gucken wir aber nochmal, ob der hier auch vernünftig verkaufen tut. Und ob der so in die Halle fahren kann, wie ich mir das vorstelle. Aber wie gesagt, ich bezweifle, dass er beide Anhänger verkauft. Das wäre jetzt neu bei Cosplay. Also mir wäre es neu. Damit beenden wir die Folge auch. Den Rest verkaufe ich dann noch eben wieder ohne Aufnahme. Ich habe jetzt auch eine neue Karte für Streamen, weil so oft werde ich von dieser Karte hier nicht streamen. Also höchstens wirklich mal, wenn wir, was weiß ich, Mais ernten und das große Feld steht an, dass ich mir da noch zwei, drei Gäste zu hole. Und es tut mir leid, ihr braucht jetzt nicht in die Kommentare schreiben, ja, ich bin dabei, es ist wirklich lieb von euch, aber da ich halt eine relativ hohe Anzahl an Mods habe, die... Was machst du da? Ja, schnell eingefahren, schnell nicht gut eingefahrener Kurs. So, vertauchst du jetzt übrigens beide Anhänger. Nö. Er verkauft einfach gar keinen. Das ist ja umso besser. Was soll das denn jetzt? So, ach, weil ich die noch. Natürlich, das kann ja auch nicht funktionieren. Ui, die Tore kriege ich nicht. Das kann ja auch nicht funktionieren. Ja, Frank, setz ihn genau vor die Tür an. Das ist total gut. Das bringt richtig viel. Wenn ich den auf Kurs abfahren stelle, so als auf Ding stelle, kann das auch nichts werden. Naja, er wollte zumindest den ersten verkaufen. Also wie befürchtet. Verkauft das halt nach hinten, ist ja auch egal. Wie befürchtet, verkauft er nur einen Anhänger. Das hat der auch noch durchdrehen. Wo ist denn der jetzt hier wieder gegengefahren? So. Ja, natürlich jetzt wieder zum Startpunkt will. Ja, das war's dann aber auch für diese Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.